Ganz herzlich willkommen zur Preisverleihung zum Deutschen Schulpreis 2022. Hallo aus dem E-Werk in Berlin. Schön, dass ihr alle hier seid und vor allem auch schön, dass ihr gerade zuschaut bei diesem Livestream. Ich gehe schwer davon aus, dass an mindestens 15 Schulen überall in Deutschland und auch darüber hinaus gerade fest die Daumen gedrückt werden und hier beim Livestream zugeschaut wird. Schön, dass ihr heute hier dabei seid bei der Übertragung des Deutschen Schulpreises bei der Preisverleihung aus Berlin. Es ist nicht klausurrelevant, was ich jetzt sage, aber es sind trotzdem ein paar wichtige Fakten zum Deutschen Schulpreis. Den gibt es nämlich schon eine ganze Weile. 2006 ist er zum ersten Mal an den Start gegangen und seitdem wurden 92 Schulen ausgezeichnet. Heute kommen nochmal 5 dazu. Das heißt, wir machen die 100 fast voll. Dann im kommenden Jahr sind wir bei der 100. Und die Schulen, die Dinge eingereicht haben, Konzepte eingereicht haben und die nominiert wurden, die sind eigentlich alle preiswürdig. Aber 15 besonders preiswürdig haben es heute hier geschafft zur Preisverleihung, die, das muss man auch ganz klar sagen, gar nicht stattfinden würde, ohne die Institutionen, die dahinter stehen. Und das sind zum einen die Robert-Bosch-Stiftung. Da möchte ich ganz herzlich begrüßen den Geschäftsführer, Herr Dr. Bernhard Straub. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und außerdem von der Heidehof-Stiftung, die Stiftungsrätin Birgit Waken-Madelung. Herzlich willkommen. Und auch ohne Medienpartner geht es natürlich nicht. Die ARD ist mit an Bord und auch die Zeit Verlagsgruppe für die ARD, der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen, Anja Hagemeyer. Schön, dass Sie da sind. Und außerdem der Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, Dr. Rainer Esser, ist auch hier. Herzlich willkommen. Und eine ganz wichtige Person ist noch auf dem Weg zu uns. Eigentlich erwartet war Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings hat es den mit Corona erwischt. Ganz herzliche Genesungswünsche an dieser Stelle. Aber wir haben wunderbaren Ersatz bekommen. Die Bundesbildungsministerin wird nachher bei uns sein. Bettina Stark-Watzinger wird den Hauptpreis vergeben hier beim Deutschen Schulpreis und bald zu uns stoßen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Hauptpersonen des heutigen Tages, nämlich die hier hinten sitzen. Und ich sehe es von hier aus schon, da zittert die ein oder andere Hand, das ein oder andere Herz klopft ganz fest. Das sind nämlich die nominierten Schulen, 15 insgesamt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Hände noch so bewegen könnt, aber vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen Lärm machen und zeigen, dass ihr motiviert seid und vor allem, dass ihr ein bisschen aufgeregt seid. Geht das noch? Könnt ihr klatschen? Funktioniert das? Ja, funktioniert. Sehr gut. Herzlich willkommen. Also, trotz zitternder Hände funktioniert das auch wunderbar und wir werden dann nachher feststellen, wer von euch dann tatsächlich gewonnen hat. Ja, also wunderbar, der Deutsche Schulpreis heute zu einem ganz wichtigen Thema, ein ganz wichtiges Motto: Unterricht besser machen. Das ist das Motto des Deutschen Schulpreises 2022 und man muss ja auch sagen, Unterricht oder generell Schule ist etwas, das wir ziemlich viel in unserem Leben haben, indem wir ganz viel unterwegs sind. Als Schülerin, als Schüler hat man ungefähr genauso viel Zeit unter der Woche in der Schule wie in der Familie. Und Schule ist ein Ort, an dem natürlich gelernt wird, an dem man Deutsch macht, Mathe, rechnet und so weiter und so fort. Aber es ist auch ein Ort, an dem Toleranz gelebt wird, an dem Inklusion gelebt wird und an dem auch Respekt gelebt wird. Und alles das spielt natürlich eine Rolle beim Deutschen Schulpreis, zu dem es jede Menge Informationen auch im Netz gibt auf deutscher-schulpreis.de. Also wenn ihr bisher noch gar nicht so viele Berührungspunkte damit hattet, dann schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht seid ihr gerade in der ARD-Mediathek. Dann guckt doch gerne mal nebenbei auf www.deutscherschulpreis.de vorbei. Insgesamt, das noch eine Zahl, haben sich beworben jede Menge Schulen, 81 Schulen. Davon wurden dann 15 ausgewählt aus 14 Bundesländern, also eine schier unüberschaubare Zahl. Und das ist natürlich auch eine enorm große Aufgabe für die Jury gewesen, da die Besten der Besten sozusagen auszuwählen und Preise zu vergeben. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, und das ist die erste gute Nachricht des Tages, ihr habt alle schon gewonnen, denn alle 15 nominierten Schulen können am Ende des Tages 5.000 Euro mit nach Hause nehmen. Und
Dann gibt es eben noch 5 Gewinner des Deutschen Schulpreises und die werden ausgezeichnet mit einem wunderbaren Pokal und 30.000 Euro. Und der Hauptpreis ist wirklich sagenhaft, da sind wir dann schon 6-stellig. 100.000 Euro geht an den Hauptgewinner des heutigen Tages. Tja, wer wird das sein? Die Damen und Herren auf der linken und auf der rechten Seite, die wissen das schon, denn die haben entschieden. Das ist die Jury, eine ziemlich große Jury, was auch nötig war, denn es wurden nicht nur Konzepte ausgewertet, sondern auch Schulen besucht. Und wie das abgelaufen ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ein Jurymitglied gibt uns einen Einblick. Hallo aus Stuttgart. Ich bin Matthias Ropohl, Professor für Didaktik der Chemie an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin bereits zum 4. Mal dabei, die beste Schule Deutschlands zu wählen und treffe mich hier in Stuttgart mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Jury, um die Ideen und Konzepte, die eingereicht worden sind, zu begutachten und zu diskutieren. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion. 81 tolle Schulen und nun müssen wir 20 davon auswählen, die jetzt besucht werden. Ich war wieder sehr beeindruckt, was die Kolleginnen und Kollegen in dieser Diskussion an unterschiedlichen Schattierungen von diesen Schulen mitgebracht haben. Wir hatten super tolle, spannende Schulen am Start. Die Auswahl am Ende fiel nicht leicht. Ich bin begeistert darüber, wer sich beworben hat und was für tolle Ideen und Konzepte vorhanden sind. Es ist geschafft. Aus 81 Bewerbungen haben wir die Top 20 ausgewählt. Wir haben intensiv diskutiert, haben jetzt eine kurze Pause und gehen dann in die Unterrichtsbesuche. Ich bin heute auf einem Schulbesuch. Aktuell besuchen die Teams der Jury des Deutschen Schulpreises die Top 20 Schulen. Das Motto in diesem Jahr lautet Unterricht besser machen. Das heißt, wir schauen ganz konkret uns den Unterricht an, was die Schulen an Konzepten umsetzen. Und ich bin gespannt, was ich hier heute in dieser Schule sehen werde. Heute gehen meine Kolleginnen und Kollegen aus der Jury zusammen mit mir in den Unterricht. Wir schauen uns an, wie die Lehrkräfte den Unterricht anlegen, wie die Ideen der Schüler mit in den Unterricht eingebracht werden und wie auch insgesamt Unterricht organisiert wird. Wenn wir in den Unterricht gehen, achten wir ganz besonders darauf, wie die Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilhaben können und ob eben auch die Schülerinnen und Schüler in offenen Unterrichtsformen, bei Gruppenarbeiten, Projektarbeiten, Freiarbeiten auch diesen Fragen, diesen Ideen nachgehen können. Parallel zu unseren Unterrichtsbesuchen führen wir auch mit verschiedenen Gruppen Gespräche. Alle bekommen Fragen gestellt zum Unterricht, wie er gestaltet wird und was natürlich diese Schule insbesondere sehr gut macht im Vergleich vielleicht auch zu anderen Schulen in der Umgebung. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Jury haben insgesamt alle 20 Schulen, die unter den Top 20 waren, besucht. Wir haben uns angeschaut, wie an den Schulen guter Unterricht gemacht wird. Jetzt geht es in die Nachbesprechungen und die Beratungen. Nächste Woche treffen wir uns in Berlin zur zweiten Jury-Sitzung. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Jury-Sitzung. Heute geht es zum Endspurt. Wir diskutieren heute über die Schulen, die am besten bewertet wurden. Bei der Auswahl der nominierten Schulen schauen wir auf insgesamt 4 Aspekte, die das diesjährige Motto auszeichnen, Unterricht besser machen. Das wäre zum einen das Verständnis der Schulen von Unterricht, dann wie die Schulen den Unterricht gestalten, der dritte Bereich die Entwicklung von Unterricht und der vierte Bereich zu welchen Ergebnissen führt dieser Unterricht, was kann hier an Leistungen auf Schülerseite gezeigt werden. Ich sehe, das ist einstimmig. Damit haben wir die Hauptpreisschule für 2022 gefunden. Dankeschön. Jetzt geht es zur Preisverleihung. Ja, und da sitzt der Professor Dr. Matthias Ropohl, ein Teil der Jury. Herzlich willkommen. Und mit der Jury werden wir gleich auch noch ein bisschen genauer sprechen und auch über die Arbeit der Jury werden wir uns ein bisschen unterhalten. Aber man kann es jetzt schon sehen, hier neben mir wurde inzwischen etwas platziert. Und das ist einer der Pokale. Sieht ganz leicht aus, so eine Holzkugel, aber das ist schon ganz schön schwer, muss man echt mit 2 Händen halten. Ist nicht das Einzige, sondern es gibt natürlich auch noch 30.000 Euro dazu. Das ist der Deutsche Schulpreis. Und der wird jetzt gleich vergeben. Davor eine Information vorab. Wie gesagt, das sind insgesamt 15 Schulen und wir werden in kurzen Einspielfilmen immer 3 Schulen vorstellen. Allerdings ist es nicht so, dass diese 3 Schulen jetzt speziell gegeneinander angetreten sind, sondern wir haben einfach das in irgendeiner Form aufteilen müssen und das war die logischste. Also aus 3 Schulen gewinnt
immer eine. 30.000 Euro, das ist eben der Preis. Und ich freue mich sehr, die erste Laudatorin des heutigen Tages begrüßen zu dürfen. Jemand, den ihr sicher kennt. Sie ist Schauspielerin, aber auch Elternratgeberin und Kinderbuchautorin. Sie hat ein Kinderbuch geschrieben mit dem Titel Lotti und Otto und ein Elternbuch Ich bin dann mal Mama. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Colleen Ullmann-Fernandes. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Hast gerade schon gesagt, Elternratgeberin, das machst du unter anderem deshalb, weil du selber Mama bist, hast ein 10-jähriges Kind, das in der Schule ist. Und wenn du in die Schule gehst, dann nimmt man ja bestimmte Dinge wahr, bestimmte Gerüche, es ist einfach eine besondere Atmosphäre. Gibt es da bestimmte Dinge, die dich dann an deine Schulzeit erinnern? Ja, du hast gerade den Geruch erwähnt. Jetzt, wo du es sagst, kommt er mir tatsächlich wieder in die Nase. In dem Fall keine gute Erinnerung, aber ansonsten hatte ich wirklich eine ganz fantastische Schule. Ich war auf einer Gesamtschule und hatte wirklich einen großartigen Klassenlehrer, mit dem ich jetzt immer noch Kontakt habe. Bist du per Sie oder per Du mit ihm? Wir sind per Du und es ist so absurd. Wir schreiben uns auf Social Media und wenn man mit dem Klassenlehrer schreibt, hat man immer noch dieses, dass man 20 Mal checkt, ob alles orthografisch auch korrekt ist. Also man hat immer noch Angst, dass man vielleicht mit einer 6 benotet wird. Ja, aber dass die Nachricht zurückkommt mit so ein paar roten Strichen. Mit so rotem Strich und nein, leider falsch, nochmal überarbeiten. Ja, die Angst ist nach wie vor da. Aber ein toller Lehrer, sonst wärst du nicht mehr mit ihm in Kontakt. Das ist sicherlich ein Highlight. Was ist für dich so besonders hängen geblieben aus deiner Schulzeit? Was war besonders positiv? Also ich glaube, das Allerwichtigste bei dem Thema ist Leidenschaft. Also wir alle kennen Lehrkräfte, die das eher sehr monoton runterrattern. Und dann gibt es welche, die machen das mit Herz. Und so war das eben auch bei meinem Klassenlehrer. Der kam mit einem Enthusiasmus in die Klasse und das war richtig ansteckend. Und dadurch hat man eben gerne gelernt. Und das ist es, glaube ich, auch, was Schule ausmacht. Oder generell. Es ist so wichtig in allen Bereichen. Leidenschaft, Herzblut. Und da kann man sagen, die drei Schulen, die wir jetzt gleich sehen werden, da wird definitiv mit Leidenschaft gearbeitet. Und wie genau, das schauen wir uns jetzt mal an. An der IGS Buchholz haben wir eine sehr vielfältige Schülerschaft, die sehr leistungsorientiert ist. Wir haben vier große Bausteine, die unser Unterrichtskonzept ausmachen. Der herkömmliche Unterricht, der Plenumsunterricht, wie man ihn so von früher kennt. Wir haben das kooperative Lernen, das selbstständige Lernen. Und unsere Schülerinnen und Schüler sind digital sehr gut ausgebildet. Die Selbstlernwerkstatt ist ein Raum, wo Schüler einzeln arbeiten können, mit einem Ansprechpartner, wenn es mal in der Klasse zu laut ist und die sagen, Mensch, ich brauche mal eben kurz eine Pause, arbeite aber trotzdem weiter. Heute Tischgruppentraining. Man sitzt zu viert an einem Tisch und man muss manchmal Aufgaben zusammen erarbeiten. Mir gefällt, dass man hier ruhig arbeiten kann, wenn man zum Beispiel sich nicht konzentrieren kann im Unterricht. Bezogen auf die digitale Ausstattung sind wir in der Schule wirklich sehr gut ausgestattet. Wir haben in allen Klassenräumen digitale Active Boards. Jede Schülerin, jeder Schüler besitzt ab Klasse 5 ein eigenes Laptop und kann damit entsprechend sehr gut umgehen. Wir lernen, wie man sich sicherer im Internet verhält. Wir haben an unserer Schule Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf oder sogar hochbegabt sind. Und alle lernen mit und voneinander. Also in der Schule kann man sich sehr, sehr gut einbringen. In jedem Gremium, was wir an der Schule haben, also bei jeder Entscheidung, die wir fällen, ist auch immer ein Schüler an der Entscheidung integriert. Und wir nehmen auch an jeder Shift mit teil. Das ist die schulinterne Fortbildung. Was mir am besten gefällt, ist das starke Gemeinschaftsgefühl. Es zählt nicht die Leistung einer Person, sondern es ist viel wichtiger, was man für ein Mensch ist und wie man mit anderen zusammenarbeiten kann. Wir stehen für Leistungsbereitschaft und soziales Engagement. Schule muss Lern- und Lebensort sein und somit auf das Leben vorbereiten. Also es ist abwechslungsreich, genauso mit Gruppenarbeit. Und wir machen auch so im Freien manchmal was oder manchmal am Computer. Also wir versuchen, alle Schulbeteiligten mit einzubeziehen. Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Interessen mit ein, auch ihre Kompetenzen, sodass wir gegenseitig voneinander lernen. Teach the Teacher ist ein Projekt.
bei dem uns die Schülerinnen auch etwas beibringen. Ich habe heute beigebracht, wie man das Tonstudio bedient. Die Friedenstaube ist eine Gruppe Engagierter und wir führen soziale Projekte im Regelunterricht durch. Einige unserer Schwerpunkte liegen dabei bei Inklusion, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung. Dabei bauen wir auf dem Konzept des Peer-Teachings auf. Also Schülerinnen und Schüler unterrichten Schülerinnen und Schüler. Also es ist einfach ein ganz, ganz großer Austausch miteinander. Projektbasiertes Lernen heißt, die Schülerinnen und Schüler wählen selbst die Lern- und Arbeitsmethoden. Die Lehrkraft wird zum Coach und begleitet. Wir haben ein Enrichment-Programm, das heißt, dort finden dann die Schüler Möglichkeiten, frei wählen zu können und dort gezielt auch gefördert zu werden in dem Bereich, in dem sie stark sind. Wir wollen, dass die Schüler, wenn sie unsere Schule verlassen, das Wissen und die Kompetenzen haben und die Werte, um die Welt aktiv mitzugestalten. Unsere Schule ist ein gesunder Lern- und Lebensraum für alle, verbindlich, verantwortlich, selbstständig. Lernbüro ist eigentlich das Herzstück hier bei uns an unserer Schule. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei uns aussuchen dürfen, in welchem Fach sie wann wie arbeiten wollen. Also die Arbeit mit den Lernplanern hat sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Am Anfang ist es noch sehr wichtig, alles ganz genau aufzuschreiben. Am Ende muss ich natürlich nicht mehr so genau nachhalten, weil ich vieles mehr im Gefühl habe. Und das ist ja genau das, was diese Schule will. Wie plane ich mein Lernen selbstständig? Ein Lernjob ist eine Unterrichtsreihe. Das bedeutet, dass wir uns überlegen, was sind die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erworben haben müssen. Wir arbeiten jetzt mittlerweile auch zusätzlich noch mit Scoobies, einer digitalen Plattform, wo wir die Lernjobs dann auch digital aufbereiten können. Also für mich als Lehrkraft ist das ein sehr, sehr befriedigendes und zufriedenstellendes Gefühl, zu wissen, dass ich Schülerinnen und Schüler individuell unterstützen kann, dass sie in ihrem Lerntempo lernen können und dass ich dann an ihrer Seite stehe, wenn sie mich benötigen. Und wenn sie mich nicht brauchen, einfach alleine entsprechend voranschreiten können. Die kollegiale Zusammenarbeit bei uns an der Schule ist wirklich das A und O, um diese unterschiedliche Schülerschaft zusammenzukriegen. Die Zusammenarbeit ist wichtig, weil wir es so schaffen, die Ressourcen gut zu verteilen, uns gegenseitig zu helfen und vor allen Dingen auch Stress wegzunehmen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, ist es einfach super, dass wir arbeitsteilig arbeiten können. Und insgesamt macht es auch viel mehr Spaß, in der Gruppe zu arbeiten, als alleine zu arbeiten. So. Colin hat den Umschlag. Und wir werden jetzt erfahren, welche dieser drei Schulen in diesem Umschlag steht. Also, der erste Preis geht an die IGS Buchholz. Herzlichen Glückwunsch, kommt nach vorn. Wo seid ihr? Da oben. Hallo, Glückwunsch, hier ist euer Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, der schwerste Preis der Welt. Wer ist stark genug, den entgegenzunehmen? Wer möchte? Einmal weiterreiten? Ja, ihr könnt ihn auch einmal durchgeben und gucken, was er wiegt. Ja, wirklich ganz toll. Und die Jury war sich sofort einig, okay, das ist eine Schule, die muss ausgezeichnet werden. Und warum? Das verrät euch jetzt Colin in der Begründung der Jury. Also, die Jury sagt, die größte Stärke der IGS Buchholz ist ihre ausgeprägte und motivierende Feedback-Kultur. Sie setzt auf den direkten Kommunikationsweg zwischen Lernenden und Lehrenden. Gleichzeitig überzeugt die noch junge Gesamtschule durch ihre hohe Fachlichkeit, ihre pädagogische Qualität zeigt sich zum Beispiel in der Ausgewogenheit von Instruktionsphasen und Phasen des selbstbestimmten Lernens. Darüber hinaus ist das hohe Maß an Partizipation beeindruckend. Alle Schülerinnen und Schüler haben weitreichende Mitsprachemöglichkeiten. Das reicht von der Schul- und Unterrichtsentwicklung bis hin zur konkreten Planung des Unterrichts. Ja. Viele Gründe für die Auszeichnung. Da muss ich auch direkt mal nachfragen. Also Mitspracherecht als Schüler, man darf da mitreden. In welchen konkreten Fällen zum Beispiel? Also wir hatten vor ein paar Jahren, unsere Schule ist ja noch relativ jung, den Fall, dass wir ein Oberstufenkonzept bekommen haben, weil wir unsere erste Oberstufe hatten. Und dieses Konzept ist dann damals von ein paar Lehrern entwickelt worden. Das hat eine Profilbindung vorgesehen und das hat uns Schülern nicht gefallen, weil uns das damals ja sehr in unseren Wahlmöglichkeiten beschränkt hat, wie wir fanden. Und wir haben dann kurzerhand einen Gegenantrag geschrieben.
Und den dann in verschiedenen Gremien durchgeboxt und hatten dann damit Erfolg. Ich habe jetzt mein Abitur, meine Abiturfächer nach unserem Konzept gewählt. Das heißt, ich bin jetzt viel freier in meinen Wahlmöglichkeiten. Das war ein großer Erfolg der SV. Wow, also die Schüler haben die Schulleitung überstimmt. Ganz tolle Sache. Oder sonst wird viel gute Arbeit geleistet bei euch. Absolut verdiente Preisträger. Ganz kurze Frage noch, was passiert mit dem Geld? Ist da schon was in Planung? Wir wissen, dass wir es gemeinschaftlich entscheiden. Also als Kollegium mit Eltern, mit denen wir gut zusammenarbeiten und natürlich unseren Schülerinnen. Also, ja, wird hart diskutiert werden, denke ich mal. Herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank, ihr Kollegen. Und damit haben wir die erste Preisträgerschule ausgezeichnet. Wie gesagt, alle Informationen auch auf deutscher-schulpreis.de im Netz. Und jetzt habe ich schon viel über Sie gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal kurz mit Ihnen sprechen, nämlich mit unserer Jury, die hier sitzt und auf der anderen Seite. Und da ganz besonders mit zwei Vertretern. Zum einen mit Isabella Kessler und zum anderen mit Professor Dr. Thorsten Bohl. Er ist ab sofort Vorsitzender der Jury. Bis jetzt hatten wir noch einen anderen Vorsitzenden, aber künftig werden Sie das machen. Und ganz wichtig ist für Sie das Thema Unterrichtsqualität. Das ist generell für die Jury etwas, das Sie ganz nach vorne stellen. Was bedeutet denn Unterrichtsqualität konkret? Ja, zunächst mal, wir stehen als Gesellschaft vor globalen, zum Teil existenziellen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam mit den nächsten Generationen lösen können. Und im Übergang und im Zusammenhalt der Generationen spielt Schule die zentrale Rolle. Und deswegen müssen wir die Schul- und Unterrichtszeit nutzen, damit wir die nächste Gesellschaft optimal, die nächste Generation optimal vorbereiten. Und jedes Kind geht ungefähr 15.000 Stunden in seinem Leben in die Schule. Zwischen 5 und 10 Stunden pro Tag. Und es ist massiv viel Zeit. Und die Kinder müssen sich dort wohlfühlen, sie müssen gern hingehen, sie müssen entspannt sein, aber sie müssen auch was lernen. Wir müssen die Unterrichtszeit nutzen, vor allem für die benachteiligten Kinder und Jugendlichen. Und es ist Aufgabe unserer Jury, das herauszuarbeiten, aber nicht nur ausschließlich auf den Unterricht zu schauen, sondern auch die Schule insgesamt, Umgang mit Heterogenität, Verantwortungsübernahme in andere Dimensionen mit anzuschauen. Eine Jury, die aus vielen Fachleuten zusammengesetzt ist, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Leute aus der schulischen Arbeit und vieles mehr. Da haben Sie ein tolles Team, mit dem Sie da zusammenarbeiten können, unter anderem auch die Regionalberater des Deutschen Schulpreises. Was verbirgt sich denn hinter dieser Bezeichnung? Wir haben als Regionalberatende eine ganz wunderbare Aufgabe, denn wir dürfen die ganzen tollen Schulen vor Ort während des Bewerbungsprozesses begleiten. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir versuchen durch kluge Fragen den Schulen so ein bisschen auch auf dem Weg zu helfen, die Konzepte, die sie ja alle schon leben und in ihrem Schulalltag umsetzen, dann auch in den passenden Worten in der Bewerbung darzustellen, sodass die Jury am Ende auch eine gute Grundlage hat, zu einer Bewertung zu kommen. Und das macht sicher auch Spaß, oder? Das macht riesig viel Spaß. Das ist ganz, ganz spannend. Was ist immer wieder ein Highlight? Vielleicht Dinge, mit denen man nicht rechnet. Was hat Sie besonders begeistert bisher in der Juryarbeit? Also mich hat begeistert, dass es viele Schulen gibt, die trotz sehr schwieriger Situationen, zum Beispiel eine wirklich katastrophale Lehrerversorgung vielerorts, trotz der Corona-Pandemie es geschafft haben, eine Bewerbung zu schreiben und auf Unterrichtsqualität zu schauen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Ja, sicherlich eine zusätzliche Belastung, die sich aber auch lohnen kann. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzlicher Dank an Ihren Vorgänger im Amt, nämlich Professor Dr. Michael Schratz. Er war 16 Jahre lang Teil der Jury, also von Anfang an mit dabei, lange Zeit auch als Vorsitzender. Das war jetzt seine letzte Preisverleihung sozusagen, die vorbereitet wurde und künftig werden Sie das machen. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und Sie, die wir jetzt gleich hier auf der Bühne sehen werden, Sie müssen jedes Mal eine sehr strenge Jury überzeugen, nämlich die Zuschauerinnen und Zuschauer Ihres YouTube-Kanals, aber generell auch Ihre Fans, denn Sie sind durch YouTube bekannt geworden und inzwischen auch weit darüber hinaus, gestartet vor vielen Jahren noch als Schülern, inzwischen etabliert im Musikbusiness. Sie haben verschiedene Alben schon veröffentlicht und sind unter anderem auch berufen worden in den Rat für Digitalethik der Hessischen Landesregierung. Heute sind Sie bei uns hier auf der Bühne mit zwei Songs. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Heiko und Roman Lochmann, a.k.a. Hero, mit Ihrem Song Unsichtbar. Die Stadt ist viel zu laut und keiner hört, was sie sagt. Sie will einfach raus und fuck, wohin ist egal. Noch einmal daran glauben, dann wird
wird alles normal, alles normal, ja. Und es gibt wieder keinen Therapieplatz. Was muss noch passieren, damit sie so etwas verdient hat? Der Blick sagt, ihr Herz ist aus Stahl. Doch die unsichtbaren Geister in dem Kopf sind real. Sie ist traurig, aber wahr. Schwarzes Shirt, schwarzes Haar. Hört Nirvana in der Bahn. Kommt nach Hause, keiner da. Unsichtbar. Keiner weiß, wie sie denkt. Gegen was sie gerade kämpft. Doch sie kommt damit klar. Sie ist traurig, aber wahr. Schwarzes Shirt, schwarzes Haar. Hört Nirvana in der Bahn. Kommt nach Hause, keiner da. Unsichtbar. Keiner weiß, wie sie denkt. Gegen was sie gerade kämpft. Doch sie kommt damit klar. Unsichtbar. Unsichtbare Schönheit und Probleme zu viel. Warteliste voll, aber der Struggle is real. Jeden Tag dasselbe für ein Hauch Harmonie. Ein Hauch Harmonie, yeah. Ey, und schon wieder ist sie dieser Freak, weil sie will nur nach draußen gehen und atmen wird zur Me-Time. Das Schicksal, das war noch nicht da. Doch in ihrem kleinen Hollywood ist sie schon der Star. Sie ist traurig, aber wahr. Schwarzes Shirt, schwarzes Haar. Hört Nirvana in der Bahn. Kommt nach Hause, keiner da. Unsichtbar. Keiner weiß, wie sie denkt. Gegen was sie gerade kämpft. Doch sie kommt damit klar. Sie ist traurig, aber wahr. Schwarzes Shirt, schwarzes Haar. Hört Nirvana in der Bahn. Kommt nach Hause, keiner da, unsichtbar. Keiner weiß, wie sie denkt, gegen was sie gerade kämpft. Doch sie kommt damit klar, unsichtbar. Yeah. Unsichtbar. Yeah, yeah. Unsichtbar. Hero beim Deutschen Schulpreis und an der Gitarre sollte man natürlich auch erwähnen, Konrad Reiche, auch dafür einen Applaus, akustisch unterwegs heute. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum zweiten Schulpreis für heute. Wieder 30.000 Euro und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich 30.000 Euro hätte und ausgeben müsste, ja, da wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich darüber, wenn das Geld weg wäre, aber er freut sich extrem darüber, dieses Geld aus der Hand zu geben. Er ist der Gastgeber des heutigen Tages und derjenige, der sozusagen auf den Geldsäcken sitzt und sich darum kümmert, dass das Ganze hier auch finanziert werden kann. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist, nämlich Dr. Bernhard Straub, Geschäftsführer der Robert-Bosch-Stiftung. Herzlich willkommen. Hallo Herr Straub, für Sie ist es das erste Mal, der erste Deutsche Schulpreis, besonders aufregend natürlich. Und man muss sagen, der Deutsche Schulpreis ist für die Robert-Bosch-Stiftung eine ganz wichtige Sache. Man setzt sich für gute Schule ein. Was bedeutet das genau und wie wollen Sie das mit dem Deutschen Schulpreis erreichen? Also wir glauben, dass wirklich innovative Ideen gar nicht verordnet werden können. Innovative Ideen, aufregende Ideen, anspruchsvolle Ideen wachsen in der Praxis, an den Schulen. Und mit dem Deutschen Schulpreis spüren wir diesen Ideen hinterher, wie so ein Trüffelschwein. Und wir wollen natürlich mit dem Preis auch die Schulen würdigen. Aber der Schulpreis ist nicht das Ende. Der Schulpreis ist auch ein Anfang, ist ein Einstieg. Denn unser Ziel ist es, dass alle Schulen von den Konzepten der Preisträgerschulen profitieren können. Also zum Beispiel, wir entwickeln zusammen mit den Kultusministerien und den Landesinstituten für Schulentwicklung, entwickeln wir langfristig angelegte Angebote, die allen Schulen dann zur Verfügung stehen. Oder zusammen mit dem Zeitverlag haben wir eine Online-Plattform ins Leben gerufen, das Deutsche Schulportal. Und Lehrkräfte oder alle, die an Schule interessiert sind, können dort niederschwellig Zugang zu diesen Konzepten haben. Und ein dritter Weg ist, dass wir einen Campus zum Deutschen Schulpreis haben. Dort bieten wir digitale Veranstaltungen an und die geben Impulse und
erlauben auch die Vernetzung untereinander. Es sind drei Wege, wie wir das dann auch in alle Schulen bringen wollen. Jetzt sind Sie ein Mann der Praxis, haben schon in verschiedenen Positionen für Unternehmen gearbeitet. Und Praxis ist ja auch etwas, das an Schulen immer wichtiger wird. Man sagt, die Schule soll die Leute aufs Leben danach vorbereiten, auf die Berufswelt vorbereiten. Was würden Sie denn sagen, was sollte Schule vermitteln, um Schülerinnen und Schüler angemessen auf die Berufswelt vorzubereiten? Gut, ist sicherlich jetzt von Berufswelt zu Berufswelt unterschiedlich differenziert, aber ich sage mal generell, Schulen haben sicherlich auch die Aufgabe, den Auftrag, Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, ihre Begabungen, ihre Talente zu entdecken, zu entfalten und zu entwickeln. Das bedeutet, wir brauchen individuelle Förderung, weil das ist der Grundstein dafür, hinterher für den persönlichen, beruflichen Erfolg der Schülerinnen und Schüler. Ein zweiter Aspekt, der uns sehr, sehr, sehr beschäftigt, sind bei den Basiskompetenzen Lesen, Rechnen, Schreiben in den Grundschulen, dass wir größere Lernrückstände wieder sehen. Die Pandemie hat dort ihre Spuren hinterlassen. Wenn diese Lernrückstände nicht aufgeholt werden, dann pflanzen die sich in diesen Schulbiografien weiter und das wird sich auch im Arbeitsleben auswirken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt relativ zeitnah und schnell, am besten schon in den Grundschulen, diese Lernrückstände wieder egalisieren. Und es gibt viele Schulen, die da wirklich dagegen arbeiten und das ausgezeichnet machen. Und drei davon stellen wir euch jetzt vor. Gemeinsam. Selbstständig. Transparent. Vernetzt. Modern. Wir von der Gemeinschaft Schulax Heide legen großen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler für einen höheren Schulabschluss, aber auch für die Berufsausbildung vorbereitet werden. Unser Methodentraining zeigt aus, dass wir immer wieder auf gleiche Methoden setzen, bei denen wir wissen, dass die Schülerinnen und Schüler diese eingeübt haben und dass wir darauf zurückgreifen können. Im Methodentraining erlernen wir die richtige Mappenführung, wie wir ein richtiges Plakat gestalten und wie wir zum Beispiel richtig im Internet surfen. Bereits in der 6. Klassenstufe dürfen oder können die Kinder zur Arbeitsstunde gehen. In der Arbeitsstunde können wir uns zwischen Deutsch, Mathe und Englisch entscheiden. Am Ende der Stunde kann ich mich sozusagen auch selber einschätzen, bevor die Lehrkraft mich einschätzt, um sozusagen mich selber nochmal zu überprüfen. In Klasse 5 bis 7 haben wir keine Noten, sondern wir haben Beurteilungsbögen mit Zeichen. Und dann gibt es meistens immer drei Niveaustufen. Ich habe heute auf Niveau 3 gearbeitet, weil als ich die Aufgabe, die wir bekommen haben, gelesen habe, habe ich mich eigentlich so eingeschätzt, dass ich das auf dem schwierigeren Niveau hinkriege als auf Niveau 1. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen sich gegenseitig, arbeiten im Team, aber auch die Kolleginnen und Kollegen unterstützen sich gegenseitig. Im digitalen Teamverzeichnis werden alle Unterrichtsmaterialien abgelegt, sodass jeder Kollege sozusagen in der Lage ist, sich die Unterrichtsmaterialien herunterzuladen und unterrichten zu können. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen eins erreichen, eine gereifte, gestärkte Persönlichkeit. Sie sollen fit sein für das Leben nach der Schule, sowohl an einer anderen Schule oder auch in der Berufswelt. Wir, das Team der Grund- und Werkrealschule in Villingendorf, hat wesentliche Aspekte des Unterrichts umgebaut in handlungsorientierte und praxisorientierte Projekte und legt einen großen Wert auf berufliche Orientierung. Bei uns in der Schule herrscht ein sehr gutes Schulklima. Um das zu fördern, haben wir unsere Sozialwerkstätte. Eine Sozialwerkstatt ist ein Fach, das einmal in der Woche ist. Von der Klasse 6 bis 9 sind alle Altersgruppen gemischt. Da gibt es zum Beispiel Schulsanitäter, Zirkus, Keyword oder Schulgarten. Bei uns ziehen sich ganz, ganz viele Projekte eigentlich von Klasse 5 bis hoch zu den Abschlussklassen. Es beginnt bei der Klasse 5 im grünen Klassenzimmer, geht dann weiter in Klasse 6 mit der Apfelklasse. Wir machen hier heute Apfelmuffins, die wir dann verkaufen auf dem Schulhof. In Klasse 7 mündet das Ganze dann in die Irlandklasse. Also die Irlandklasse bedeutet, dass wir eine Schülerfirma sind, die sich im ganzen Schuljahr Geld verdient, um dann am Ende vom Schuljahr nach Irland fliegen zu können. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man vieles selbstständig hinbekommt, wenn man es möchte. Es sind öfters mal Ausbildungsfirmen da. Dadurch habe ich auch bei einer der Firmen, die mal da waren, dann Ausbildungsplatz bekommen. Unser Schulmotto heißt Believe in Yourself und soll ausdrücken, dass in jedem Kind, in jedem Jugendlichen eigene Kraft, eine eigene Kreativität und eine eigene Selbstwirksamkeit lebt, die es nur gilt, entdeckt zu werden.
Wir sind eine große deutsche europäische Auslandsschule. Wir haben 1800 Schüler, 420 Angestellte. Wir haben klare Teaching and Learning, Verordnung, Policies, wo sich alle dran halten, die das Leitbild quasi darstellen. Wir sprechen dann von kognitiver Aktivierung, das heißt, die Schüler dort abholen, wo sie sind. Wir brauchen effektives Classroom-Management und das dritte ist ein konstruktives, effektives Feedback. Das sind so unsere Leitprinzipien für guten Unterricht. Das Förder- und Beratungszentrum kümmert sich um alle, die besondere Lernherausforderungen haben. Das können vorübergehende Lernschwierigkeiten sein, genauso wie Kinder, die eine Rechenschwäche haben. Im Fach offenes Lernen sind in der Regel auch zwei Lehrkräfte mit im Unterricht. Wir haben sogenannte EdTech-Coach, Multimedia-Berater, die den IT-Hintergrund mit abbilden. Die Fachlehrkräfte, die den Unterricht vorbereiten und die Klassenlehrkräfte, die das Fach offenes Lernen unterrichten. Offenes Lernen ist, da arbeitet man selbstständig. Wir dürfen auch ein bisschen mitbestimmen, was wir im Unterricht machen und dazu auch unsere Antwort sozusagen selber herausfinden. Wir können natürlich Fragen stellen, wenn wir wirklich was gar nicht verstehen, aber sie versuchen uns anzustören, dass wir wirklich wie später im Leben wirklich alles selbst machen. Wir üben mit den Schülerinnen und Schülern auch schon relativ früh ein, dass sie selbstständig sich die Räume, die sie brauchen, suchen. Wir haben einen 5-Jahres-Plan. Wir haben die gesamte Schulgemeinschaft mit in den Prozess integriert. Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen, Schüler. Das zieht sich bei uns durch von der Vorschule, der Preschool bis zum Abitur. Und das sorgt dafür, dass wir auch guten Unterricht hier weiterhin machen können. Ja, wirklich ganz tolle Konzepte an diesen drei Schulen. Aber natürlich kann nur eine gewinnen, das ist ganz klar. Und die Frage ist, wer hat gewonnen? Und da darf ich die zweite Gastgeberin heute auf der Bühne begrüßen von der Heidehof-Stiftung, die Stiftungsrätin Birgit Wagen-Manelung. Herzlich willkommen. Nehmen Sie an unserem Pult Platz und sie bringt die Trophäe mit. Da muss er wirklich mit zwei Händen ran, ne? Sonst ist es durchaus gefährlich. Ja, und Sie haben jetzt die wichtige Aufgabe, in diesen Umschlag zu schauen. Ich freue mich sehr, die zweite Preisträgerschule verkünden zu dürfen. Ausgewählt wurde die Deutsche Europäische Schule Singapur. Herzlichen Glückwunsch. Der weite Weg hat sich gelohnt. Hier ist eure Bühne. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, eure Trophäe. Ja, das ist ja der Pokal. Wer will ihn nehmen? Wer hat den größten Koffer? Wunderbar. Ja, die Jury war sehr begeistert und hat als Begründung Folgendes formuliert. Ja, die Jury hat eure Schule ausgewählt mit der Begründung. Die systematische Unterrichtsentwicklung der Deutschen Europäischen Schule Singapur ist vorbildhaft. Auch wenn viele Lehrkräfte nur einige Jahre an der Schule sind, gelingt es der Schule, ihren zukunftsorientierten Unterricht konsequent zu verbessern. Zum Beispiel durch gut vernetzte Teamstrukturen, fest im Stundenplan verankerte Kooperationszeiten, professionellen Lerngemeinschaften und regelmäßige Unterrichtsbesuche. Die Schülerinnen und Schüler müssen oft instabile Lebenssituationen bewältigen. Mit einem multiprofessionell aufgestellten Förderzentrum bietet die Deutsche Auslandsschule engmaschige Unterstützung, berät, diagnostiziert und fördert die Lernenden. Ganz toll. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was für eine große Herausforderung das ist, muss man mal sagen, 1700 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 67 Nationen sind dort an der Schule. Wie bekommt man das koordiniert? Ja, es geht nur, wie schon gerade erwähnt, indem wir stabile Strukturen haben, die unabhängig sind von Personen, die an die Organisation gebunden sind. Und ich glaube, wie die Jury das festgestellt hat, wir haben das geschafft. Ja, und das wirklich wunderbar. Jetzt gibt es diesen Pokal und es gibt natürlich das Preisgeld. Aber davor erstmal die Frage, ihr seid vor 2 Tagen gelandet. 24 Stunden wart ihr fast unterwegs. Das ist natürlich ganz schön heftig. Wie war die Nacht jetzt? Es ist auf jeden Fall sehr erholsam. Tatsächlich? Kein Jetlag? Eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen zu spät zum Frühstück heute Morgen gekommen, aber ansonsten alles in Ordnung. Und jetzt könnt ihr den Preis mitnehmen und ihr werdet viele Gratulationen dort bekommen. Auf welcher Sprache denn? Also was ist denn die Sprache, die hauptsächlich gesprochen wird? Deutsch tatsächlich? Also Deutsch und Englisch und auch andere Sprachen, Portugiesisch, Chinesisch, also sehr viel. Okay, super. Ja, dann hoffe ich mal, dass das irgendwie ins Gepäck passt. Wer darf es mitnehmen? Ist schon entschieden?
Okay, alles klar. Größter Koffer, wunderbar. Dann guten Heimflug schon mal und viel Spaß noch hier in Berlin. Danke, dass ihr hier wart. Und vielen Dank natürlich für die Übergabe des Preises. Dankeschön. Ja, da hat sich der weite Weg aus Singapur hierher gelohnt. Und von Singapur kommen wir jetzt in ein, ich hätte schon fast gesagt, anderes Land, aber es ist nur ein anderes Bundesland. Aber ja gut, es ist auch ein anderes Land, nämlich Deutschland, in dem vielleicht auch eine Sprache gesprochen wird, die nicht jeder beherrscht. Nämlich entweder Schwäbisch oder Badisch. Ich selbst komme von dort. Und bei uns im Schwäbischen und im Badischen sagt man, wenn jemand was drauf hat, das ist eine Käpsele. Und unser nächster Laudator ist definitiv ein Käpsele. Er hat promoviert in Informatik, hat auch Physik studiert, hat schon diverse Bücher geschrieben, war fürs Fernsehen vor der Kamera und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Häuser. Hallo. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Willkommen. Wir kennen uns schon, da war er noch Schüler, jetzt hat er inzwischen einen Doktor und ich nicht. Naja gut, kann man nichts machen. Und vor allen Dingen ist künstliche Intelligenz dein Thema. Das wäre was, mit dem ich leider wenig Ahnung habe. Du konzentrierst dich auf die natürliche Intelligenz. Ich versuche es, es gelingt mal mehr, mal weniger. Aber wie kamst du denn zu diesem Thema? Ja, das war ganz interessant, das war eigentlich ein Zufall. Ich war in einem Forschungsprojekt und wir wollten entschlüsseln, wie genau das Auge mit dem Gehirn kommuniziert. Wie spricht das Auge mit dem Gehirn? Und da haben wir ganz viele Daten auswerten müssen. Und ich musste da einen Algorithmus programmieren von Hand. Ich habe versucht, da irgendwie Regeln einzukloppen und das hat nicht richtig funktioniert. Die Daten waren zu komplex, der Computer zu doof. Und dann bin ich zu den Computerwissenschaftlern gegangen und die haben mir von künstlichen neuronalen Netzen erzählt, von maschinellem Lernen. Und als ich gemerkt habe, dass der Computer auch ein bisschen was lernen kann, da war ich total fasziniert und wollte mehr darüber erfahren. Und so bin ich dann irgendwie in so eine Doktorarbeit reingeschlittert. Der Computer war doof, sagst du, dann ist er ein bisschen schlauer geworden. Und die große Angst, die natürlich viele haben, ist, irgendwann sind die Computer schlauer als wir und beherrschen uns vielleicht in 10 Jahren. Was würdest du denn sagen, wo ist KI, wo ist künstliche Intelligenz in 10 Jahren? Also das ist ganz schwer vorherzusagen, weil sich natürlich alles rasant entwickelt und immer mehr Leute mischen da ja natürlich auch mit. Das ist ja auch wichtig, dass viele Menschen involviert sind in diesen ganzen Prozess. Ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht die Killerroboter oder sowas sehen. Ich hoffe, das wird nie so weit kommen. Es ist schwer, das vorherzusagen. Ich glaube, wir werden ganz viel Automatisierung sehen. Also die Dinge, die im Moment noch an vielen Stellen viel händische Arbeit erfordern, die können vielleicht von Maschinen ein bisschen unterstützt werden. Gerade beispielsweise auch bei Ärzten, wenn es darum geht, Daten auszuwerten, sodass die Ärzte hoffentlich mehr Zeit für die Patienten haben. Dazu hast du auch ein passendes Start-up. Man muss aber sagen, künstliche Intelligenz kann vieles, was sie nicht kann, ist uns zu sagen, wer den Deutschen Schulpreis gewinnt. Und dazu gibt es jetzt nochmal eine Auswahl von 3 Schulen. Willkommen am RBB Müritz. Wir befinden uns gerade in dem SimLab. Die Arbeit im Simulationslabor hilft mir, dass ich Fehler in der Praxis vermeiden kann und dass ich halt mit einem guten Gefühl in die Praxis starte nach dem Theorieblock. Das Simulationslabor macht natürlich den Theorie-Praxistransfer für die Schüler erstmal leichter und zum anderen fördert das natürlich auch ihre Handlungssicherheit. Wir sind hier in der Werkstatt von der Berufsschule und hier bearbeiten wir das Holz, um nachher Schränke oder Betten zu bauen. Wir kriegen von unseren Lehrkräften jeweils immer einen Kundenauftrag. Wenn das Projekt dann fertig ist, gibt es eine Vorstellung innerhalb der Klasse und quasi auch eine Feedbackrunde. Unsere Schülerschaft ist geprägt von einer sehr großen Heterogenität. Wir haben Schüler aller Bildungsabschlüsse hier bei uns. Von 15 bis 53 im letzten Schuljahr ist alles vertreten. In unserer Schule arbeiten wir seit Jahren nach einem Qualitätsmanagement. Und hier geht es hauptsächlich um die Entwicklung unseres Unterrichts. Also in unserer Schule begegnet man sich sehr freundlich gegenüber und die Schüler unterstützen sich auch selber in Gruppenarbeiten. Wir leben ja die Feedback-Kultur und das schon seit vielen Jahren. Und es gibt das Schülerfeedback, was regelmäßig durchgeführt wird von allen Kollegen. Und es gibt natürlich das kollegiale Feedback. Das heißt, die Kollegen hospitieren sich gegenseitig und gehen dann in den Austausch. Wenn wir unseren Schülern was mitgeben können, ist es auf jeden Fall, hör nie auf zu lernen, sei immer bereit, pass dich dem Arbeitsmarkt der Zukunft an. Und wir versuchen hier auf dem Weg die Grundlagen dafür zu legen. Bereits gelesen hat, haben wir in diesem Schuljahr gemeinsam 2 WUP-Stunden. Die Warm-Up-Stunde, also auch WUP genannt, ist immer
eine halbe Stunde vor dem regulären Unterricht, wo man Hausaufgaben machen kann, sich für Tests vorbereiten kann. Man kann auch von zu Hause mal ein Buch mitbringen. Unsere Schülerschaft ist sehr heterogen. Um der gerecht zu werden, haben wir unseren Unterrichtstag umstrukturiert. Bei uns läuft es so ab, dass wir den Tag starten mit einer 30-minütigen Warm-up-Stunde. Danach folgen 3 bis 4 Blöcke 80 Minuten Unterricht. Aber die 30 Minuten, die wir dadurch gewinnen am Tag, sind sehr wichtig, um entspannt in den Tag zu starten. Im Zentrum unseres Arbeitens mit den Schülern steht ja vor allem das selbstorganisierte Lernen in unterschiedlichen Bereichen. Somit arbeiten wir in der Schule ständig an neuen Konzepten und haben also auch in diesem Jahr wieder das freie Lernen thematisiert, das projektorientierte Lernen. Also die Fertigkeiten, die wir den Schülern vermitteln wollen, sind halt wirklich auf das Praktische ausgelegt. Unsere Schülerfirma zeichnet es aus, dass wir wirklich aus allen Klassen Interesse bei den Schülern finden, sich da zu engagieren. Die Hauptaufgaben unserer Schüler sind so, dass sie eben die Verpflegung rausgeben. Das heißt, sie bereiten das Essen zu. Wir lernen hier zum Beispiel, miteinander klarzukommen und uns Aufgaben selbst zuzuteilen. Mir ist es sehr wichtig, unseren Schülern auch Werte mitzugeben. Werte, die sie im Berufsleben brauchen, die sie für ihr späteres Leben brauchen. Und das sind Werte wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Durchhaltevermögen und auch mal über den Tellerrand schauen. Das Besondere bei uns am Montessori-Zentrum Angell ist, dass das ganze Konzept auf der Montessori-Pädagogik beruht. Dahinter steht, dass sich die Kinder und Jugendlichen in Stufen entwickeln und letztendlich Baumeister ihrer selbst sind. In unserer Grundschule ist der größte Teil des Tages als Freiarbeit organisiert. In den weiterführenden Schulen findet die Freiarbeit in den ersten beiden Schulstunden statt. Die Freiarbeit ist die Zeit, in der die Kinder individuell arbeiten können. Uns ist ganz wichtig, dass sie interessengeleitet arbeiten können und vor allem entwicklungsgerecht. Wir können an verschiedenen Orten arbeiten. Es gibt auch so Sofas, da kann man, wenn man was mit einem iPad machen muss, kann man da auch arbeiten. In der Grundschule ist es so, dass der gesamte Bildungsplan sich abbildet in einem Klassenzimmer und über ein Material zu erarbeiten ist. Am Gymnasium betrifft die Studienzeit alle Klassen ab der 9. Klasse. Also Studienzeit ist einfach ein Fach, in dem wir Arbeitsaufträge bekommen von den Lehrern und dann frei arbeiten müssen. Wir können uns das selber strukturieren. Ich finde es halt cool, dass jeder so ein bisschen seine Sachen einbringen kann. Also jeder kann im helfen, das zu erklären. Ich nehme aus meiner Schulzeit einiges mit. Einmal das mit der Teamarbeit, dass man miteinander redet, dass man kommuniziert, dass man Probleme direkt anspricht, nehme ich auch auf jeden Fall mit. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die arbeiten viel miteinander, auch im Kollegium wird viel miteinander gearbeitet. Dazu haben wir eine eigene App, auf der wir Materialien untereinander austauschen können, sodass sichergestellt ist, dass auch alle Klassenstufen jeweils die gleichen Voraussetzungen kriegen. Spannende Konzepte. Aber die Frage ist natürlich, welches Konzept hat die Jury am meisten überzeugt? Philipp, jetzt bist du dran. Der goldene Umschlag. Also, dieser wunderschöne Preis hier geht an das regionale berufliche Bildungszentrum Müritz. Herzlichen Glückwunsch an die Müritz. Wunderbar farblich aufeinander abgestimmt. Ganz in Orange und Beige. Und nicht nur das hat die Jury überzeugt, sondern natürlich auch das Konzept. Das ist die Begründung. Die Begründung der Jury. Die Jury bescheinigt dem regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz eine hohe Lernwirksamkeit. Die Schule bereitet ihre Schülerinnen und Schüler konsequent auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vor. Dies gelingt ihr mit ihrer beeindruckenden didaktischen Jahresplanung und fachpraktischem Unterricht, der für berufsbildende Schulen in Mecklenburg-Vorpommern laut Lehrplan nicht verpflichtend ist. Das von Wertschätzung und Empathie getragene Lernklima trägt zum hohen Maß der Unterrichtsqualität bei. Das Besuchsteam konnte sich vor Ort von der entspannten, professionellen und konzentrierten Lernatmosphäre überzeugen. Und der Eindruck der Jury ist, man hat das Gefühl, an einer Universität zu sein und nicht an einer Schule. Tolles Kompliment. Ja, und wir haben es gerade schon gehört und auch im Film gesehen, ein großer Schwerpunkt ist tatsächlich diese enge Zusammenarbeit mit Betrieben und dieser starke Praxisbezug. Wie wirkt sich das denn auf den Schulalltag aus? Ja, also eigentlich haben wir immer die projektbezogenen Unterrichtsthemen und wenn wir in der Schule was produzieren, dann produzieren wir das nicht für den Müll, sondern das wird in der Schule auch noch genutzt. Und kriegt man dann schneller eine Idee, was man später mal beruflich machen möchte? Wie ist es bei dir?
Also ich weiß tatsächlich schon genau, was ich nach der Schule machen möchte. Und das macht auch die Vorbereitung, die wir insbesondere im Bereich des Fachgymnasiums bekommen, durch Beratungen und auch die enge Zusammenarbeit, durch das Sehen von vielen Berufsbereichen in unserer Schule einfacher, einen intensiven Einblick daran zu bekommen. Willst du uns verraten, was du später mal machen möchtest? Ich möchte gerne Lehramt für Mathe und Physik studieren. Ja, da bist du ja quasi an der Quelle. Da wird direkt der Nachwuchs ausgebildet für den nächsten Schulpreis, dann ganz klar. Und den Schulpreis bekommt ihr natürlich auch, den wunderbaren, kugelförmigen Pokal. Wer darf ihn an die Müritz mitnehmen? Ladies first. Wir haben uns gestern Abend auch schon getroffen mit allen Schulen und da habt ihr mir nochmal beigebracht, ja, die Müritz, größter Binnensee Deutschlands. Das war mir noch in Erdkunde, weil es ja nicht ganz so meins, aber auch davon habe ich dann profitiert. Also herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart und Glückwunsch zum Gewinn. Und danke dir natürlich auch, Philipp. Ja, und an dieser Stelle darf ich ganz herzlich jemanden begrüßen, den ich vorhin schon mal kurz angekündigt habe. Jetzt ist sie hier, die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Herzlich willkommen. Sie dürfen da vorne Platz nehmen. Schön, dass Sie hier sind. Und ja, da ist auch schon der Umschlag in der Hand, der geheime Umschlag, der Hauptpreis, den haben Sie da in der Hand, 100.000 Euro, da kommen wir dann später dazu. Schön, dass Sie es geschafft haben, heute hier vorbeizukommen bei der Preisverleihung. Die Bühne bleibt aber auch jetzt nicht leer, denn wir werden hier eine weitere Laudatorin begrüßen dürfen zur Verleihung eines deutschen Schulpreises. Sie selbst stand schon mal hier oben, allerdings als Gewinnerin. Inzwischen ist sie Teil des Preisträgernetzwerks aus ehemaligen Preisträgerschulen. Wie gesagt, 92 gibt es insgesamt. Sie ist selbst Schulleiterin und Sprecherin für die Region Nord des Preisträgernetzwerks. Und was das genau ist, das werden wir gleich ein bisschen intensiver besprechen. Herzlich willkommen, Maike Drewes. Wer ganz genau aufgepasst hat, weiß, Sie sind von hier gekommen. Das heißt, Sie sind auch Teil der Jury. Genau, seit 2 Jahren bin ich jetzt auch Mitglied der Jury und genieße die Arbeit. Und eben auch im Preisträgernetzwerk. Das ist das Netzwerk der Schulen, die mal gewonnen haben. Man tauscht sich da weiterhin aus. Welchen Mehrwert hat man davon? Also das Tolle ist tatsächlich, dass das ja alles sehr besondere Schulen sind, die sich irgendwann mal auf den Weg gemacht haben, neue Dinge ausprobiert haben. Und wir merken einfach, wenn wir zusammenkommen, dass uns sehr ähnliche Themen beschäftigen. Und so gestalten wir gemeinsam Konferenzen auf regionaler Ebene, auf Bundesebene, bilden uns selber fort in Qualitätszirkeln, hospitieren gegenseitig. Und das ist einfach großartig. Wie hat denn Ihre Schule ganz konkret schon profitiert davon, in dem Netzwerk zu sein? Also wir haben profitiert, indem wir im Bereich Inklusion mit anderen Schulen zusammengearbeitet haben, Konzepte ausgetauscht haben. Aber wir hospitieren auch an anderen Schulen. Wir bekommen Hospitationsgäste, die uns eine Rückmeldung geben, die uns dann wieder voranbringt. Und Sie waren selbst mal ganz aufgeregt hier, beziehungsweise vor dem Bildschirm gesessen, genau, zusammen mit Ihrer Schule. Und das war so ein bisschen wie beim WM-Finale. In der letzten Minute wird das Tor geschossen, großer Jubel ist ausgebrochen. Das wird jetzt auch gleich wieder passieren. Super. An einer dieser drei Schulen. Ich begrüße Sie an der Havelmüller-Grundschule in Berlin-Tegel-Süd. Die Hälfte unserer Schüler stammt aus prekären Familienverhältnissen. Das heißt, wir haben es besonders schwer, bei diesen Kindern den Anspruch der Bildungsgerechtigkeit zu erwirken. Seit gut einem Jahr sind bei uns die sogenannten Lernhäuser am Start. Wir haben ein Forscherhaus, wir haben ein Sporthaus, ein Entdeckerhaus und ein Kreativhaus. In jedem Haus sitzen 4 jahrgangsgemischte Klassen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Die Kleinen brauchen manchmal Hilfe, dann kommen die Großen, zeigen denen die Sachen. Die Kinder arbeiten im eigenen Tempo an diesem Lernweg, der den Plan für 3 Jahre enthält, wird betreut und begleitet von dem Lehrer. Es ist auch sehr viel mit Reflexion verbunden. Die Kinder arbeiten an dem Lernpunkt, wo sie gerade sind, sehr selbstständig, eigenständig. Wir durften uns ja jetzt aussuchen, ob wir Lernweg Schreiben oder Lernweg Lesen machen. Ich habe jetzt Lernweg Schreiben gemacht, weil ich bin mit dem Lernweg Lesen fertig.
Wir sind hier im Entdeckerhaus und haben dann immer einen Entdeckenschwerpunkt. Jetzt gerade findet das Projekt Stadt, Land, Fluss statt. Wir haben uns ein bisschen mit den Bezirken von Berlin beschäftigt. Themen, die man halt auch wirklich im normalen Unterricht jetzt nicht sich damit beschäftigt. Es ist an unserer Schule normal, verschieden zu sein. Es ist unser großer Anspruch, den Kindern Bildungsgerechtigkeit zu verschaffen. Das findet hier statt. Die Franz-Schlüssel-Sekundarschule ist vor 8 Jahren neu gegründet worden. Wir haben ein komplett neues Schulprogramm entwickelt. Der Unterricht bei uns an der Schule gliedert sich so, dass wir gemeinsam neue Unterrichtsinhalte besprechen. Und dann geht es aber ganz schnell in die individuelle Vertiefungsphase mit der Kompetenzrasterarbeit. Wer hat Cora-Dienst, ihr Lieben? Das Besondere am Kompetenzrasterschrank ist eben, dass für jede Einheit, die sich auch so in unserem Buch wiederfindet, alles auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden nochmal vorhanden ist, damit jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit hat, auf seinem Stand zu lernen. In der Lernwerkstattstunde geht es darum, Sachen, die man im Unterricht noch nicht erarbeitet hat bzw. nicht richtig fertig bekommen hat, fertig zu machen. Wie stellst du dir dann den Untergang vor? Im Lernbüro finden vor allem Beratungsgespräche statt für Schülerinnen und Schüler, die einfach Unterstützung brauchen. Es ist dann egal, um welches Fach es geht. Die können dann einfach kommen und dann ist jemand da, um dann Unterstützung zu geben. Wenn die 2 Minuten um sind, beginnen die 15 Minuten komplett Stillarbeit. Rituale sind wichtig in unserem Schulalltag. Die geben Sicherheit, die geben Stabilität, dass jeder sich orientieren kann. Ein guter Unterricht ist für mich ein Unterricht, wo wir am Anfang ein Thema besprechen und dann für uns selber die Sachen erarbeiten und wirklich lernen können, wie es ist, selbstständig zu arbeiten, sodass wir halt auch im späteren Leben wissen, was Selbstständigkeit ist und wie wir alleine arbeiten können. Wir am Evangelischen Lichtenstein-Gymnasium in Sachsenheim starten unsere Woche am Montagmorgen immer mit einem Morgenkreis, wo wir 10 Minuten was Schönes zusammen machen, um einfach gut in die Woche zu starten. Wenn wir in die 8. Klasse kommen, haben wir die Wahl zwischen 4 Profilfächern. Einmal Ökonomie, Musik, IMP, das ist Informatik, Mathe, Physik, und NWT, Naturwissenschaft, Technik, und da befinden wir uns derzeit gerade. Ja, wir wollen als Schule die Grenze zwischen Schule und Leben niederreißen und so viel Leben wie möglich in die Schule holen. Wir durften in der 8. Klasse für eine Woche hier ein Diakoniepraktikum machen. Das ging von Kindergarten bis Behindertenwerkstatt oder auch Altersheim. Besonders gut gefallen hat mir, dass hier diese Leute sehr offen sind, sind eigentlich immer glücklich. Man freut sich einfach jeden Tag hinzukommen. Die Schülerinnen und Schüler kommen anders zurück, als sie dorthin gehen, stolz auch, dass sie Situationen bewältigt haben, die ihnen vielleicht im Leben vorher noch nie so begegnet sind. Das Fach Lernorganisation haben die 5. Klässler einmal in der Woche. Das ist ein Fach, in dem lernen wir, wie man nicht so viel Stress in der Schule hat. Ich glaube, es ist ganz stark wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen neue Impulse in die Schule bringen. Und auf der anderen Seite, dass die Schüler einfach eine Lust haben, auch zum Lernen. Die Erweiterung des Horizontes, das ist Bildung. Auch hier fällt die Entscheidung natürlich schwer, sie viel schwer, aber kann nur einer gewinnen. Und darf ich das Geheimnis lüften? Ja, sehr gerne. Jojo, jetzt wird's schwierig. Und dieser Schulpreis geht an die Havemüller Grundschule. Herzlichen Glückwunsch. Kommt zu uns da vorne. Mit dem Pinguin. Ja, der Pinguin darf natürlich nicht fehlen, wurde heute extra nochmal gestylt, ja, hat eine tolle Frisur bekommen. Und nicht nur das hat die Jury überzeugt, ja genau, den Pokal. Wer mag denn den Preis entgegennehmen? Darf ich dir den geben? Pass auf, der ist echt schwer. Wirklich schwer? Jawohl. Klappt, oder? Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Jurybegründung. Ja, die Jury sagt, die Havemüller Grundschule ist nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort. Das zeigt sich in den 4 Lernhäusern, auch Familienhäuser genannt, in denen rund 75 Kinder in 4 jahresübergreifenden Klassen lernen. Obwohl das Konzept der Lernhäuser erst seit dem Schuljahr 2021/22 besteht, ist die Umsetzung in höchstem Maße gelungen. Der Unterricht zielt darauf ab, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen zu befähigen,
ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln und eine demokratische Schulkultur zu etablieren. Eine Besonderheit der Schule ist der fest im Stundenplan verankerte Projektunterricht. Entwickelt vom Havel-Seminar, einer Gruppe von Lehrkräften der Schule, die kontinuierlich an Konzepten der Unterrichtsentwicklung arbeiten. Herzlichen Glückwunsch. Ein ganz tolles Konzept, bei dem gerade auch das Thema Inklusion sehr im Vordergrund steht. Wie gelingt es denn an der Schule, Inklusion in den Unterricht zu integrieren? Indem wir schon seit Jahren einen Unterricht entwickelt haben, in dem der Ansatz gilt, wir müssen allen Kindern gerecht werden. Und Inklusion meint nicht nur den Ansatz, den Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf gerecht zu werden, sondern eben wirklich allen. Weil die Kompetenzen derart unterschiedlich und heterogen sind, mit dem wir ja auch bei unserer Jahrgangsmischung noch eins oben drauf gesetzt haben. Damit ist die Schere bewusst noch weiter auseinandergenommen worden. Das heißt, es braucht einen Unterricht, der ganz anders ist, als wir ihn traditionell kennen. Und das haben wir viele, viele Jahre entwickelt. Und dieser Unterricht kommt sehr gut an. Wir haben uns gestern Abend schon so ein kleines bisschen unterhalten. Ihr habt ganz begeistert von eurer Schule erzählt. Was gefällt dir denn am besten? Also halt die Projektzeit ist sehr toll, weil wir dort halt auch Themen ansprechen können, die man so im normalen Unterricht nicht ansprechen würde. Und da ist man halt auch wirklich von Erste bis Sechste zusammen durchgemischt, was halt auch sehr viel Spaß macht, dort halt den Unterricht durchzuführen. Ja, also ich finde auch die Projektzeit sehr cool, weil das vor allem mehrere Fächer ineinander übergreift. Und man kann dadurch halt auch alle anderen Kinder aus der gesamten Schule kennenlernen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hätte. Und ich finde auch, dass wir sehr viel mitentscheiden können, zum Beispiel bei der Projektwahl. Es gibt manchmal Projekte, wo man sich entscheiden kann, zu welchem Projekt man geht. Und ich finde es halt auch mit dem Lernweg, mit den Lernwegen in dem Tempo, wie man arbeiten kann, da hat jeder halt, kann jeder halt so gut arbeiten, wie er arbeiten kann, wird sehr viel unterstützt. Wenn ich nochmal zur Schule gehen könnte, würde ich auf jeden Fall zu euch gehen wollen. Vielen Dank und ganz herzlichen Glückwunsch. Und danke natürlich auch an Frau Drewes. Ja, und vorhin habe ich schon versprochen, jetzt will ich das Versprechen auch einlösen. Hero sind immer noch bei uns. Einen Song haben sie schon performt, einen weiteren werden sie gleich hier auf der Bühne präsentieren. Aber davor wollen wir uns ein kleines bisschen unterhalten. Schön, dass ihr heute hier seid. Hallo. Ja. Hallo. Ich habe schon gesagt, ihr habt während der Schulzeit angefangen mit der Musik, auch mit einem YouTube-Kanal, der dann sehr erfolgreich geworden ist. Wie habt ihr das alles unter einen Hut bekommen? Gute Frage. Also genau diese Frage haben wir uns auch schon öfter gestellt, das ist auch eine Respektive. Ich glaube, es war einfach sehr viel Ehrgeiz und Wille dabei. Wir haben halt einfach immer jede freie Zeit genutzt, das heißt immer Wochenenden, die Ferien und halt auch teilweise wirklich nachmittags noch irgendwie nach der letzten Stunde dann irgendwie losgefahren und halt irgendwie unsere Musik gemacht, unsere Videos gedreht. Wir waren halt, ne, wie alt war's, als, wie alt waren wir, als losging, 11 oder 12? 12. So. Und dann ging es ein paar Jahre, war ganz schön viel los, während wir noch zur Schule gingen. Und wir hatten zum Glück auch eine Schule, die das, und das, da sind wir auch sehr, sehr dankbar heute noch drüber, die halt uns auch nicht nur als Schüler gesehen haben, sondern halt das Große und Ganze und auch als Menschen. Und ne, es gibt ja auch noch, es gibt ja trotz irgendwie Noten und trotz irgendwie verschiedene Fächer und so weiter, gibt es ja auch Dinge, die, da gibt es keine Fächer für und trotzdem bilden die eine Perspektive. Mhm. Und das haben die bei uns auch gesehen. Die haben gesehen, okay, da passiert gerade was und wir wollen denen jetzt nicht komplett im Weg stehen. Und dann haben die uns auch irgendwie geholfen, indem wir uns halt irgendwie auch mal eine Stunde freigegeben haben, weil wir halt zu einem Dreh oder einem Konzert mussten. Mhm. Da sind wir auch heute noch sehr dankbar drüber, ja. Ja, und ihr hättet einfach sagen können, Mensch, wir sind so erfolgreich, wir hören auf mit der Schule. Habt ihr nicht gemacht, ihr habt euer Fachabi gemacht. Warum? Ja. Boah, einfach, weil es wichtig ist. Ich glaube, unsere Eltern wären sehr, mehr als sauer gewesen, hätten wir es nicht gemacht. Ich bin da sehr dankbar für mittlerweile, dass sie auch da so hinterher waren. Und für uns war das gar keine Option. Gerade wenn man so lange irgendwie an was arbeitet und man auch ein Abschluss ist ja auch an was, was man arbeitet, wo man an sich selbst arbeiten, das wäre total dumm gewesen und naiv gewesen, hätten wir gesagt, ey, nee, das lassen wir jetzt, wir sind jetzt 15, 16, Schule ist vorbei. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollten auf jeden Fall das durchziehen und ich bin auch sehr dankbar für. Weil hat auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, voll. Das ist das Wichtigste. Wir sehen euch gleich nochmal auf der Bühne.
Und sehen kann man euch auch im Januar, da geht er dann auf Tour. Ja. Das ist schon jetzt nach der Pandemie, wo es nicht so einfach möglich war, ein cooles Gefühl wieder endlich auf der Bühne zu wieder stehen. Tour, wir sind im Januar auf Tour, auch hier in Berlin. Band. Das wird so geil. Ja, das haben wir sehr lange, aber ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, sehr lange drauf gewartet, dass endlich wieder losgehen kann. Und auch so Veranstaltungen wie heute und endlich sind hier wieder irgendwie Menschen im Raum, dass es alles wieder stattfinden kann. Und auch, dass in den Schulen wieder halbwegs normaler Betrieb jetzt ist. Ne? Das war ja auch in der Pandemie, glaube ich, schwierig. Und alle, die euch da sehen wollen, kriegen jetzt schon mal einen Vorgeschmack. Ihr dürft wieder auf die Bühne. Akustisch. Denn einen Song gibt es noch und du hast es gerade schon gesagt, akustisch. Ganz besondere Version. Hero hier bei uns beim Deutschen Schulpreis mit Kuss an dich. So. Kurze Probe. Sind wir alle da, Leute? Macht mal ein bisschen Lärm. Komm mal! Yeah. So muss das. Yeah. Ich hab dich lang nicht mehr lächeln gesehen. Und dabei steht dir das so gut. Ich seh dich an, aber irgendwas fehlt. What the fuck? Hast du die Welt mal von oben gesehen? Ich hab genauso Angst wie du. Also mach die Augen zu. Kuss an dich, küss mich auf. Und wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus, ein Ticket hier raus. Ein Kuss an dich, küss mich auf. Und wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus. Und willst du das auch, dann küss mich. Wir sind schon lange nicht mehr tanzen gewesen. Wir waren so lange nicht mehr laut. Lass mal alles auf einmal erleben. Ich lach dich an, du lass mich aus. Also kannst du noch ein bisschen bleiben. Denn küssen kann man nicht alleine. Küssen kann man nicht alleine. Komm, ich zeig's dir. Kuss an dich. Küss mich auf. Und wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus, ein Ticket hier raus. Ein Kuss an dich. Küss mich auf. Und wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus. Und willst du das auch, dann küss mich. Küss mich. Denn das kann man nicht alleine. Das kann man nicht alleine. Küss mich. Das kann man nicht alleine. Nur wir beide. Kuss an dich. Küss mich auf. Und wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus. Ein Ticket hier raus. Kuss an dich. Küss mich auf. Wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus. Und willst du das auch, dann küss mich. Ja. Küss mich. Dankeschön. Hero beim Deutschen Schulpreis. Kuss an dich. Vielen Dank. Natürlich auch an Konrad an der Gitarre. Und hier beim Deutschen Schulpreis, da zeichnen wir natürlich die Besten der Besten der Besten aus. Und eine Beste gibt es jetzt auch hier gleich auf der Bühne. Sie ist eine der Weltbesten im Radsportler. Radsportler, ich weiß auch nicht, wie den Satz zu Ende bekommen. Sie ist eine der besten Radsportlerinnen der Welt, so ist es richtig. Denise Schindler, sie hat unglaublich viele Titel schon eingeheimst. Europacup-Siegerin, Weltcup-Siegerin, Weltmeisterin. Und bei 3 Paralympics hat sie insgesamt 4 Medaillen geholt. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Denise Schindler. Schön, dass du heute hier bei uns bist.
als eine der Besten in deiner Disziplin. Auf deiner Homepage gehst du sehr oft mit dem um, was dir passiert ist. Mit 2 Jahren hast du ein Bein verloren. Schreibst auf deiner Homepage, life happens. Das klingt für mich so, du schaust überhaupt nicht nach hinten, sondern immer nach vorn. Stimmt das? Ja, schon, weil ich glaube, wenn man zu sehr an der Vergangenheit festhält, dann nimmt es einfach auch die Chance, im Hier und Jetzt und in der Zukunft seine Chancen zu sehen. Und deswegen bin ich immer ein Mensch, der nach vorne blickt und sich auf das konzentriert, was geht. Ein ganz wichtiges Thema ist für dich, auch aufgrund deines eigenen Erlebnisses, dass du Inklusion besonders förderst. Was machst du da genau? Also ich unterstütze das Projekt EIS, das steht für Erlebte inklusive Sportschule. Und da geht es genau darum, dass Kinder von klein auf gemeinsam Sport machen, ganz unabhängig davon, ob eine Behinderung da ist oder nicht, ob das eine körperliche oder eine geistige Behinderung ist. Es wird von klein auf gemeinsam Sport gemacht, es wird auf die Fähigkeiten der Kinder geschaut. Und das ist wirklich ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich habe das anders erlebt. Ich bin am Dorf groß geworden, da war das Thema Inklusion noch nicht so groß. Ich habe eher erlebt so nach dem Motto, naja, das ist nicht gut für dich und wurde da eher so ausgegrenzt. Und da erlebe ich eben genau das Gegenteil. Die Nachbarskinder machen gemeinsam Sport, ganz egal, ob ein Kind im Rollstuhl ist oder ein Kind vielleicht ein Down-Syndrom hat oder 5 normale Kinder. Es wird überhaupt nicht zum Thema, sondern jeder wird eingebracht in den Sport. Es wird darauf geschaut, was kann man. Und vor allem werden überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also es wird immer nach Möglichkeiten gesucht, wie jemand dabei sein kann. Du selbst hast viele Erfolgserlebnisse. Welche Erfolge siehst du dann bei diesem Projekt, bei den Kindern? Ja, dass die Kinder von klein auf einfach gestärkt werden. Sie total lernen, dass jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten dabei sein kann, dass jeder besonders ist, dass es auch die Stärke sein kann und vor allem, dass sie gemeinsam aufwachsen und dass diese Inklusion, die wir uns so in der Gesellschaft wünschen, da einfach ganz natürlich passiert, ohne dass man das groß lernen muss, sondern das passiert einfach von klein auf ganz natürlich. Tolle Beispiele dafür haben wir jetzt ja auch schon gesehen bei unseren ausgezeichneten Schulen und wir haben 3 weitere Schulen, die nominiert sind für den Deutschen Schulpreis. Schulen mit Schülern mit Förderbedarf, Wahrnehmung und Entwicklung haben in Bremerhaven in der Regel 2 Klassenräume. Wir haben für jede Klasse nur 1 Klassenraum. Wir haben aber angefangen, unsere Gesamtraumstruktur zu verändern. Wir haben einen Bewegungsraum entwickelt, wir haben einen Ruheraum, wir haben ein Selbstlernzentrum, also verschiedene Möglichkeiten, wo unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern befriedigt werden. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind zu unserem ersten 3 Standpunkte-Gespräch in diesem Schuljahr. Ich gehe gut und respektvoll mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern um. Die 3 Standpunkte-Gespräche finden bei uns 3-mal im Schuljahr statt. Und die Besonderheit ist, es ist nicht so ein klassisches, der Lehrer erzählt den Eltern irgendwas, sondern im Fokus stehen die Schülerinnen und Schüler, die uns erzählen, wie läuft denn ihr Alltag ihr eigentlich. Das Besondere ist, dass es vor allem darum geht, bestimmte Vereinbarungen zu treffen, bestimmte Ziele sich vorzunehmen. Am Anfang der 5. Klasse schreiben alle einen Einstufungstest in Deutsch und Mathematik. Und darauf aufbauend entwickelt sich dann die Lernplanung fürs Kompetenzraster. Ich finde gut, dass ich so in diesem Tempo arbeiten kann, wie ich will. Durch die individualisierten Stundenpläne haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, nach ihren Stärken gefördert zu werden. Jeden Freitag treffen sich alle neuen Kollegen und Kolleginnen. Wir besprechen die Sachen, die einem noch schwerfallen, wenn man neu an eine Schule kommt, Abläufe, die man kennen muss. Wir möchten unseren Schülern mitgeben, dass sie an der Schule etwas gelernt haben, dass sie selbstbewusst sich Problemen stellen können und dass sie die Fähigkeit haben, Probleme lösen zu können. Bei uns am Platz der Berufskolleg wird ein Drittel des Fachunterrichts in die sogenannten Deutschstunden ausgelagert, die aus dem Fachunterricht erwachsen und dann auch wieder in den Fachunterricht aufgefangen werden. Eine Deutschstunde kann man so ein bisschen mit eigenständiges Arbeiten übersetzen. Mir gefallen die Deutschstunden sehr, weil ich mich quasi im Fokus auf den Lehrern und auf meine eigenen Aufgaben so ein bisschen abwechseln kann. Die Schülerinnen und Schüler haben einen analogen Deutschplaner, wo sie am Anfang der Woche ihre Deutschstunden durchplanen müssen. Wann möchte ich welche Aufgabe erledigen? Mit wem möchte ich das erledigen? Bei welchem Fachlehrer möchte ich das erledigen? Jeder Schüler hat einen App-Zugriff für WebUntis und dort können wir dann klassenspezifisch und stunden- bzw. tagesspezifisch unsere Unterrichtsstunden und unsere Hausaufgaben einsehen.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Aufgaben über ein Online-Notizbuch. Die Lehrkräfte können gleichzeitig ein individuelles Feedback darüber geben, sodass ein direkter Austausch möglich ist. Ich wollte mal hören, wie es Ihnen so geht. Als Mentor bin ich eine Art Lernbegleitung über die Schuljahre hinweg. Wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler nicht mit dem Lernen oder mit den deutschen Aufgaben zurechtkommen, kann ich Hilfestellungen leisten. An meiner Schule gefällt mir besonders, dass hier das Lehrer-Schüler-Verhältnis sehr schön ist. Dass man gesehen wird, dass man seine Selbstständigkeit hier erlernen kann. Das bringt mir schon sehr, sehr viel auch für mein weiteres Leben. Wenn wir das schaffen, die Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten, dann haben wir einen guten Unterricht. Durch unser Unterrichtskonzept können wir ganz individuell auf die unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsstände unserer Kinder eingehen. Alle Schülerinnen begeben sich in den ersten 3 Stunden auf Lernreise. Wir haben eine selbstgesteuerte Lernzeit, die umfasst die Fächer Deutsch und Mathematik. Mir gefällt an meiner Schule am besten, dass wir draußen arbeiten können, auf dem Flur, auf den Teppichen. Also uns ist es eben wichtig, dass die Kinder handelnd sich den Lerninhalt erarbeiten können. Wir haben hier viel Arbeitsmaterial, mit an anderen Schulen gar nicht gearbeitet wird, zum Beispiel mit Bauernhofpronomen, da kann man dann halt mit einem wirklich Spielzeug arbeiten. Also wir sind von Klasse 1 an eben mit den Kindern im Gespräch gewesen, in 1-zu-1-Situationen und eben in den Reflexionskreisen, damit die Kinder sich ihr Lernen bewusst machen können. Ich habe heute sehr gut gearbeitet. Ich habe heute viel in Deutsch gemacht, weil ich in Deutsch noch ein bisschen vorankommen muss. Die Bewertung einer Kompetenz wird 3-mal im Schuljahr dokumentiert und wir reflektieren dann gemeinsam über die passenden Fördermöglichkeiten. Uns ist es wichtig, die Selbstständigkeit der Schüler zu fördern, ihren Selbstwert zu stärken und auch deren Sozialkompetenz, sodass sie einen sicheren Platz in der Gesellschaft finden können. 3 Schulen, eine davon gewinnt. Und welche das ist, mir fällt gerade auf, ist ja perfekt. Schwarz-Rot-Gold bist du hier gekleidet. Ja, es kann kein Zufall sein. Ne? Genau. Ja, Preisträger des Deutschen Schulpreises 2022 ist das Plaza Daviel Berufskolleg. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Passenderweise in der ersten Reihe gesessen, da war der Weg kurz. Ja, und die Jury war begeistert von eurem Konzept. Ja, ganz ausschlaggebend für die Jury war, dass ihr eben als Schule ganz konsequent vorlebt, wie Unterrichtsentwicklung, wie Individualisierung, wie Flexibilisierung eine ganze Schule verändern kann. Ihr zeigt wirklich jeden Tag, dass das möglich ist, nach dem Dalton-Konzept eben zu lernen, dass berufliche Bildung möglich ist. Und ihr zeigt auch, dass ihr ganz konsequent diese Schulentwicklung an den Unterricht anlegt. Und das ist wirklich das ganz Besondere eben auch an diesem Konzept, diesem Dalton-Konzept Connects, Dalton Connects nennt sich es, dass eben Fachunterricht, das Dalton, das Mentoring und das eben auch Digitalisierung miteinander verzahnt werden. Und das ermöglicht eben auf der einen Seite diese Standardisierung, aber die vor allem auch so, so wichtige Individualisierung. Also absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ja, tolle Sache. Und zu diesem Dalton-Konzept gehört auch, dass man auch als Lehrkraft von Schülerinnen und Schülern lernt. Dass es also nicht nur in die eine Richtung geht, sondern auch in die andere. Wo haben Sie denn schon ganz konkret was von Schülerseite gelernt? Da insbesondere wichtig ist ja der Dialog, in den wir auch eintreten mit unseren Schülerinnen und Schülern. Und so durch den engen Erfahrungsaustausch lernt man eben auch miteinander durch ganz konkrete Begegnung. Und der Unterricht macht Spaß, das habt ihr mir gestern schon erzählt, als wir uns mal kurz unterhalten hatten. Was macht euch besonders Spaß? Oh, also Unterricht generell, klar, macht Spaß, aber an der Schule am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass ich in super vielen Bereichen selber mitentscheiden kann, obwohl ich ja nur Schüler bin eigentlich und darf für die weiteren Generationen super viel mitentscheiden. Und das ist für mich eine sehr große Ehre und es macht mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja, und ich denke auch mal, ihr dürft mitentscheiden, was passiert mit dem Geld, mit den 30.000 Euro, die zu euch an die Schule gehen. Ihr hofft, und das wird sicherlich auch klappen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, Denise, dafür, dass du die Laudatio gehalten hast. Danke. Oh, der Fanclub ist auch hier vor Ort.
Ja, da hinten wurden schon Fahnen geschwungen im Publikum, also der persönliche Fanclub ist mit dabei. Und ich freue mich, dass wir jetzt zum Hauptpreis kommen und zu einem besonderen Gast. Sie selbst geht zwar nicht mehr in die Schule, wird aber permanent bewertet, vielleicht auch benotet von Beobachtern und hat eine knifflige Aufgabe nach der anderen zu lösen. Als Politikerin, die viele Dinge lenken muss als Bundesbildungsministerin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Bettina Stark-Watzinger. Was waren denn Ihre Lieblingsfächer in der Schule? Also ich fange mal, Lieblingsfächer? Nee, ich sag mal, was ich nicht mochte. Können Sie, und dann aber viel wichtiger das war das Handarbeiten, weil da brauchen wir so viel Geduld. Also das hieß so bei uns früher. Mhm. Ja, und mein Lieblingsfach, das ist eigentlich ziemlich einfach zu raten, weil das verwende ich heute noch. Politik? Povi, genau. Okay. Genau. Und hatten Sie da auch mal einen Spickzettel in einem der Fächer, in denen Sie vielleicht nicht so gut waren? Also da würde ich jetzt meine Aussage am liebsten verweigern. Aber was ich feststellen kann, ist, was hilft, man soll ihn nicht einsetzen, bitte. Aber es hilft, einen Spickzettel zu schreiben, weil man muss sich, also mir hat es geholfen, weil man muss sich fokussieren und man muss das nochmal zusammenbringen. Und eigentlich, wenn ich den geschrieben hatte, brauchte ich ihn nicht mehr. Ja, stimmt, ging mir auch so. Eine Schwierigkeit hatte ich immer mit einem bestimmten Begriff. Und das war der Begriff Föderalismus, weil ich mir nie merken konnte, was dahinter steht. Und das ist natürlich auch etwas, mit dem Sie sich beschäftigen. Man könnte ja meinen, Bundesbildungsministerin, Sie sind der Herrin, die Herrin der Bildung an Schulen. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Da gibt es dann noch 16 Kolleginnen und Kollegen, die da was mitzureden haben, nämlich die Kultusministerinnen und Minister. Da gibt es ja auch immer wieder die Kritik, dass man das doch etwas zentraler machen sollte. Wie sehen Sie das denn? Also die Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und ich, wir wissen natürlich genau, dass es den Eltern, den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern eigentlich egal ist, wer zuständig ist. Sie wollen einfach ein sehr gutes Bildungssystem haben und das nehmen wir uns auch sehr zu Herzen. Und wir haben uns das auch vorgenommen in der neuen Koalition, aber auch mit den Ländern zusammen. Und wir haben auch einen guten Gesprächsfaden. Und ich glaube, wir lernen auch aus dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir eben die klaren Zuständigkeiten, also wir brauchen ja sehr selbstständige Schulen, wir brauchen die Länder eben für die vielen Themen. Aber dass, wenn der Bund einen Mehrwert schaffen kann, dass wir dann da sind und dann eben auch wirklich diesen Mehrwert schaffen wollen. Denn ich glaube, es braucht alle Kräfte. Es ist ja wirklich der tollste Politikbereich, den es gibt. Meine Tochter ist dieses Jahr eingeschult worden. Wenn alles so weit läuft, dann würde sie 2035 ihr Abitur machen oder vielleicht etwas früher mittlere Reife, was auch immer sie sich da wünscht. Das ist natürlich noch ein weiter Zeitraum und bis dahin ist sicherlich einiges zu tun. Wo sehen Sie denn noch die größten Baustellen auf diesem Weg? Was sollten Schülerinnen und Schüler bis dahin alles besser machen, beziehungsweise was sollte besser gemacht werden an Schulen? Also wir haben ja heute so viele tolle Beispiele gesehen. Und wenn man das sieht, das sollte halt überall so sein. Eine selbstständige Schule, wo Schülerinnen und Schüler mit den Lehrerinnen und Lehrern so viel gestalten können, das motiviert und das gibt den Freiraum, auch das zu machen, was man vor Ort wirklich machen will und muss. Das Zweite ist, das haben wir auch schon gesehen, es ist so viel mehr als Wissen. Hinter dem Wort Bildung steckt so viel mehr als reines Wissen, sondern das hat was damit zu tun, Kompetenzen zu erlernen, selbstbestimmt bzw. selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Das brauchen wir in unserem Land. Wir brauchen die selbstbestimmten Bürgerinnen und Bürger. Und diese Öffnung der Schulen, ich glaube, das ist etwas. Und die individuelle Förderung, da arbeiten wir auch dran. Die Länder haben viele Programme. Wir wollen nochmal mit den Talentschulen bzw. den Startchancenschulen, wollen wir auch nochmal eben unterstützen, dass sowohl tolle Ausstattung, viel Budget in den Schulen, aber auch nochmal eben mehr als Schule noch Schulsozialarbeit angeboten wird, um eben jeden den Weg zu geben in das Leben. Und das ist der Bundesregierung wichtig. Und ich möchte noch eins sagen, weil ich bin ja nicht Olaf Scholz, ja, der eigentlich hier sein sollte. Aber ich soll, das ist ihm ein ganz wichtiges Anliegen und ich soll ganz herzlich grüßen. Er wäre heute gerne beim Deutschen Schulpreis gewesen, denn das, was sie machen, ist, also der Schulpreis macht, ist ja diese innovativen, diesen engagierten Schulen auch sichtbar zu machen und natürlich auch finanziell zu unterstützen. Und das ist eine tolle Würdigung und das kann es gar nicht genug geben. Deswegen herzliche Grüße natürlich auch vom Bundeskanzler. Ja, vielen Dank. Und Grüße natürlich auch zurück an den Bundeskanzler.
Ich bin mir sicher, Olaf Scholz sitzt gerade zu Hause und schaut sich den Livestream an. Also auch herzliche Genesungswünsche auf diesem Wege. Ja, Sie haben gesagt, es braucht gute Beispiele, Leute, die vorangehen. Und da haben wir natürlich hier sehr viele gute Beispiele, ja. 15 insgesamt. Und ich würde nochmal alle 5 Gewinnerschulen bitten, hier nach vorne zu kommen zu uns. Und während ihr nach vorne kommt, gibt es nochmal einen kleinen Überblick für alle, die vielleicht ein bisschen zu spät eingeschaltet haben. Das hier sind die 5 Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises 2022. Und das sind die Preisträgerschulen. Die IGS Buchholz aus Niedersachsen. Die Deutsche Europäische Schule Singapur. Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Havelmüller-Schule aus Berlin. Und das Placida Viel Berufskolleg aus Nordrhein-Westfalen. Und jetzt kommt der große Moment. Jetzt geht es um den Hauptpreis. Ich habe schon gesagt, Sie haben den wichtigen Umschlag dabei. 100.000 Euro. So hoch ist der Preis dotiert. Und wer genau aufgepasst hat, hat auch gesehen, vorher war der Pokal hölzern. Der ist jetzt sogar silbern, also ganz besonders. Und Sie haben es im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. Ja, ich bin sehr froh, dass alle schon einen Preis haben, weil das sind wirklich alles tolle Schulen. Der Hauptpreisträger des Deutschen Schulpreises ist das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz. Ganz herzlichen Glückwunsch, kommt nochmal nach vorn. Vielen Dank, dass Sie hier sind. 100.000 Euro gehen an die Müritz. Und der zweite Pokal des Tages. Ja, und die Jury hat es sich natürlich nicht einfach gemacht. Standing Ovations gibt es hier sogar teilweise. Also, die Jury hat es sich wirklich nicht einfach gemacht, wie ja. Bei allen Entscheidungen. Aber diese Entscheidung ist natürlich besonders schwer. Trotzdem muss am Schluss eine Schule gewinnen, kann eine Schule gewinnen. Und das ist die Begründung. Wunderbar. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Jurybegründung lautet wie folgt. Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz ist eine Schule, an der Lernen und Lehren Freude macht. Der Schule gelingt es ausgezeichnet, bei einer großen Vielfalt der Lernausgangslagen und Bildungsgänge ein gemeinsames Unterrichtsverständnis zu entwickeln und in die Praxis umzusetzen. Einer der Leitsätze des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Müritz lautet: Wir bilden für den Arbeitsmarkt der Zukunft aus. Diesem Anspruch wird die Schule auf beeindruckende Weise gerecht. In Zeiten des gravierenden Fachkräftemangels qualifiziert sie den Nachwuchs für heute und morgen. Dafür fördert sie die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler, stellt hohe Leistungserwartungen an die Lernenden, arbeitet handlungs- und projektorientiert in enger Absprache mit den Betrieben der Region und sorgt für ein wertschätzendes und ein anregendes Lernklima. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Ja, 100.000 Euro gehen jetzt zu euch an die Schule. Ist natürlich jetzt sehr spontan die Frage und ich vermute mal, ihr werdet euch jetzt nicht noch die Riesengedanken gemacht haben, aber trotzdem, was passiert mit dem Geld? Also wir haben natürlich auch unsere Schüler gefragt, was würden sie denn gerne machen wollen. Mhm. Und sie sind mit uns der Meinung, dass wir es für Projekte einsetzen an unserer Schule, ganz unterschiedlicher Art für die Berufe und natürlich auch als Schulprojekte. Mhm. Was könnte das zum Beispiel für ein Projekt sein? Ja, da könnte man natürlich in jede mögliche Richtung investieren. Digitalisierung oder natürlich Inklusion, alles Mögliche. Da haben wir ja so viele Bereiche bei uns an der Schule, die abgedeckt werden könnten. Da gibt es viel. Okay, habt jetzt noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ganz herzlichen Glückwunsch an euch und natürlich auch an alle anderen Preisträgerschulen und an die, die nominiert waren. Und jetzt mit 5.000 Euro nach Hause gehen, ist ja immerhin auch was. Also Glückwunsch. Und
Ganz eventuell sind Sie anders als Olaf Scholz unterwegs, der natürlich von der ersten Minute an diesen Livestream hier verfolgt hat. Vielleicht seid ihr erst ein bisschen später dazu gekommen, dann ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt das im Nachhinein auch noch einmal verfolgen. Und alle Infos zum Deutschen Schulpreis gibt es auf deutscher-schulpreis.de und auch auf schulportal.de. Das ist auch eine ganz wichtige Seite, denn nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung. Es geht weiter in eine neue Runde und ab jetzt kann man sich bewerben. Das heißt, alle öffentlichen und privaten Schulen in Deutschland und auch deutsche Schulen im Ausland, wie wir ja auch gesehen haben, können sich bewerben und dann schauen wir mal, wer nächstes Jahr beim Deutschen Schulpreis die Nase vorn hat. Also einfach im Netz vorbeischauen, dort gibt es die Infos. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Schulen, die heute hier gewesen sind, bei Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und auch bei allen hier im Saal, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Da kann man auch mal für sich selbst applaudieren. Herzlichen Dank. Dankeschön natürlich auch an euch fürs Zuschauen bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises 2022. Herzliche Grüße aus dem E-Werk in Berlin. Eine gute Zeit, macht's gut und ich sag einfach mal bis zum nächsten Jahr und wir schauen, wer dann gewonnen hat. Eine schöne Zeit, Dankeschön.